Hobby. So, da sitzt er so, glaube ich, rum. Nee, doch nicht. An der Erprobung darf jeder teilnehmen. Viel Spaß, Kleine. Fleisch. Interessant. Das ist das schlimmste Gesicht, das ich je getrunken habe. Ich will noch eins. Hopp, hopp, Rinnenkopf, da drin ist hilft. Aloy! Du bist es, oder? Hier drüben! Alter, was ist das für ein Hall hier? Du bist Aloy, nicht wahr? Habe ich mir den Namen richtig gemerkt? Bist du der alte Freund, von dem Tirsa sprach? Ich kenne dich nicht. Du erkennst mich wohl nicht wieder. Tja, es ist schon lange her. Tepp ist mein Name. Du warst halb so groß wie ich und hast mich vor einer Herde Maschinen gerettet. Ich erinnere mich. Du wolltest mir danken. Ich habe es nie vergessen. Ich habe immer gehofft, dich wiederzusehen, wenn du zur Erprobung kämst. Wie du siehst, ist aus mir kein guter Jäger geworden. Ich diene dem Stamm stattdessen als Näher. Ich mache Kleidung und Rüstungen. Und ich habe etwas für dich, eine Kluft für diesen Tag. Ich hoffe, du magst sie. Was soll das denn kosten? Kosten? Nichts. Nimm es als ein Dankeschön für deine Hilfe damals. Als ein Geschenk. Ah, oh, was nichts kostet. Nehmen wir. Sieht das anders aus? Müssen wir noch mal gucken. Kostenlos. Ja, sehr schön. Dann habe ich einen 264. Ekte. Okay, bessere Tarnung. Denk mal Nahkampf besser. Auch bessere Tarnung. Schicke Effekte. Das hat gar nichts. Denkt ein Gaul, guckt man nicht ins Maul. Was soll's? Herzkisten. Hat es? Gucken wir später mal, ich beziehungsweise im Off. Da. Das scheint dir perfekt zu passen. Danke, Tab. So etwas habe ich noch nie besessen. Ach, es ist deins. Ich würde meinen, es schützt dich etwas besser als das, was du anhattest. Jede Kluft hat eigene Vorteile. Man muss immer abwägen. Na gut, ich will dich nicht aufhalten. Geh zur Hütte der Stammmütter, wenn du Tirsa suchst. Du wirst sie leicht erkennen. Ein großes Holzhaus mit einer wütenden Menge davor. Tirsa sagte etwas über fremde Stammesgesandte. Deshalb ist die Menge ja wütend. Kaja, die nach Jahren erstmals wieder im Heiligen Land sind. Es werden wohl Tomaten fliegen oder Steine. Hoffentlich keine Speere. Was auch kommt, du solltest dich ducken. Ich könnte aufstehen, wenn ich wollte. Aber ich will nicht. Das für Typen hier, ey. Das hätte ich lieber nicht sagen sollen. Das ist der Fuhr. Alter. So, jetzt gucken wir nochmal Outfits.
Modifikation, was ist das für eine Modifikation? Putz. Gut, sieht dezent anders aus. Nehmen wir sie mal. Oh, Fertigkeiten. Das, was hier hinten kommt, ist schon nicht schlecht, ne? Okay. Unauffällig. Das ist vielleicht nicht schlecht. Oh. Gibt Kanonen. Sachen mehr Schaden, das glaube ich ganz gut. Okay. Was ist das hier? Mit dem Lockruf, da weiß ich immer noch nicht, wie ich da rankomme. Ich warte mal noch einen ab. Da unten ist es jetzt anders. Wie mache ich das? Feuerwärmen. Sehr schön. Bin noch gewärmt. Weiter geht's. Schön heiße. Ja, heiß hier noch die Braut. Den Waldbrand hier draußen. Schaf, komm da runter. Natürlich. Du bist schon betrunken. Musst du auch noch auf Häuser klettern? Oh, ich soll anderen nicht aufs Dach steigen, was? Komm da runter! Sofort! Schwester. Oh, das könnte dir sehr passen. Unglaublich! Dass ich runterfalle! Hört genau zu! Ich will! Denn ihr müsst diese Geschichte erzählen, wenn du ich willst, nicht mehr dass bin. Ich niemand Spaß habe! Am Anfang wirklich gut. Kam alles Leben von der Urmutter. Die ganze Nacht das Menschen, ja, Maschinen, Tiere. Es waren alle ihre Kinder. Oh, was gibt's hier? Sie lebten friedlich nebeneinander. Im Immer. Schutz ihres Beckens. Wenn wir schon mal hier aber sind, beklauen wir das Dorf. Wurden rastlos. Obwohl sie von ihrer Fülle lebten. Hey Leute, hier drüben. Oh. Der hier. Karst? Was machst du hier? Eine Frage. Vorsicht! Tu so, als ob du mich nicht kennst. Mit Ausgestoßenen zu handeln ist verboten, weißt du noch? Wie könnte ich's vergessen? Wie großzügig, dass du jetzt mit mir sprichst. Sei doch nicht so. Du weißt, dass ich dich bei der Erprobung anfeuern werde. Einige werden ganz schön blöd gucken, wenn du das gewinnst. Und wenn du noch irgendetwas brauchst, bin ich dein Mann. Also, Mutterherz. Ich dachte, du liebst die Wildnis. Tja, ein Mann kann nicht immer allein trinken, oder? In Wahrheit fühle ich mich manchmal einsam. So, ich habe es gesagt. Verachte mich nicht. Ich werde dir nicht vorhalten. Wenn du mir Rabatt gibst. Ja, du bist doch... War ein Witzcast. Schön, dich zu sehen. Werd bloß nicht zu nett. Ich mach dir den besten Preis, versprochen. Dann könnte ich
doch das Outfit eigentlich jetzt hier verscherbeln. Zack und weg. Ah. Denn ich. Offenbar dich. Das kann ich eh bloß verkaufen. Geschäfte und Verkauf gegen Metallscherben, genau. Herstellen, herstellen. Okay, das brauche ich, glaube ich. Modifikation. Ach, das ist dieses Symbol. Modifikation. So. Will ja nichts verkaufen. Guck mal, klar. Glaube ich. So. Ja, das lasse ich jetzt erstmal. Outfits, guck mal dahin. Shit. Okay. Also nicht einfach verkaufen, man braucht wirklich die Teile dann auch, um sich was zu holen. Ja gut, kommt. Mach mal. Deine Scherben sind immer gern gesehen. Alles klar. Oh, Schatzkisten, jetzt lass mal darin gucken. Objekte. Okay. Ah, nur das kann man toll machen. Eisschutz. Das machen wir. Lassen wir von den ungläubigen Kater doch nicht das Fest verderben. Was sollten sie denn auch anstellen können? Wie soll ich mich erwarten, wenn ihr dieses blutrünstigen, ungläubigen Kater... In Kürze segnen wir die Erprobung. Doch zunächst heißen wir Gäste willkommen. Seit 2 Jahren herrscht jetzt Frieden mit den Karja. Wir sollten die Handelsbeziehungen zu Meridian wieder aufbauen. Diese Gesandten kamen zu uns unter dem Banner des Friedens. Frieden? Welcher Frieden? Eine Verkündigung von Dankbarkeit. Mörder und Versklaver! Mörder und Versklaver! Hey, lass das sein! Nora Gläubige, lass das sein! Ich bin Osseran, kein Karja. Also sag ich's ganz offen. Der 13. Sonnenkönig war ein Mörder. Das stimmt. Ein Tyrann und ein Monster. Überfiel meinen Stamm für Blutopfer, so wie euren. Sie raubten meine Schwester.
Ich hasste die Karja. Doch der 13. König ist tot. Seit 2 Jahren. Wer tötete ihn? Der 14. Ja. Nicht, weil er an die Macht wollte, sondern weil jemand dem Unrecht seines Vaters ein Ende setzen musste. Ja! Ja. Die Nachricht, die dieser Priester verlesen will, ist eine Entschuldigung. Aus dem Munde des 14. Königs. Also bitte, könnt ihr ihm nicht zuhören? Dankeschön. Eine Verkündigung der Dankbarkeit, geschrieben von Sonnenkönig Abbas. 14. Erleuchtetheit der strahlenden Linie. Es ist an der Göttin, über die Karja zu richten, nicht an mir. Vergangenheit sollte Vergangenheit bleiben. Ich lasse mir von diesen ungläubigen Karja doch nicht das Fest verderben. Was sollen sie denn noch anstellen können? Er trägt einen Fokus. Genau wie meiner. Ich bin dankbar für diesen Tag. Diese Karja dürfen mich bei euch. Wo hat er einen Fokus her? Ich danke der Du bist der Einzige, bei dem ich je einen Fokus gesehen habe. Wo hast du ihn her? Was? Eine Nora hat so etwas an? Das kann nicht sein. Deinem Stamm sind die alten Orte verboten. Wer sagt, dass ich genauso bin? Tja, niemand, schätze ich. Wenn du in den Ruinen der Metallwelt stöbern gehst. Ah! Was ist los? Tut mir leid. Fehlfunktion. Olin, du suchst dir neue Freunde, was? Ich komme wieder. Warte! Nein, wir reden später. Ich muss los. Wow, sein Kater ist schlimmer, als ich dachte. Hey, du hast ja denselben Klunker wie Olin hinterm Ohr. Wann sind die denn modern geworden? Sein Name ist Olin? Wer ist er? Und wo hat er so etwas her? Ach, er ist nur ein Wühler mit einflussreichen Freunden. Entweder sucht er nach Artefakten oder er trinkt und macht Glücksspiele. Ach, den Klunker hat er wohl irgendwo ausgegraben. Nur ein altes Juwel, das er sich gerne ansteckt. Nichts für ungut. Hier steht er toll. Was weißt du noch über Olin? Ist er wirklich so interessant? Ich werde gleich eifersüchtig. Tja, er sucht nach Ruinen in der Wildnis, gräbt Zeug aus und verkauft es an Adlige. Wenn er nichts anderes macht, ist er Speer. Er kann genau das, was ein Expeditionsführer können sollte. Ich kenne ihn ein paar Jahre. Er ist ein treuer Gefährte, liebt seine Familie und trinkt auch gerne mal. Ich mag ihn, aber viel mehr weiß ich auch nicht. Ich dachte, dein Freund würde in faulen Tomaten ertrinken. Aber du hast sie alle beruhigt. Danke. Ich wusste nicht, ob es klappt. Die Nora verübeln den Karja die roten Raubzüge. Und das ist kein Wunder. Deine Rüstung sieht ungewöhnlich aus. Hast du noch nie Gardestahl gesehen? Na, ich erklär's dir. Ringverbunden, aufprallgeschützt, stabil genug für Sägezähne. Muss er auch. Die Garde ist die Sonnenkönig-Elite. Das sind alles eisenharte Maschinenbrecher. Sogar eine Nora-Streiterin wie du könnte da Probleme kriegen. Bei diesem ganzen schweren Metall? Wohl kaum. Ja, schwer zu sagen. Meiner Meinung nach sieht es recht ausgeglichen aus. Erzähl mir mehr über Olin. Wenn er nichts anderes macht, ist er Speer. Er kann genau das, was ein Expeditionsführer können soll. Ich kenne ihn ein paar Jahre. Er ist ein treuer Gefährte, liebt seine Familie und trinkt auch gerne mal. Ich mag ihn, aber viel mehr weiß ich auch nicht. Okay, noch Fragen? Ich möchte dich noch etwas fragen. Wenn du willst. Aber ich werde auch nach dieser Segnung noch da sein. Wir könnten dann weiterreden. Ich habe noch nie von den roten Raubzügen gehört. Was war das? Dein Stamm war im Krieg und du wusstest es nicht? Warst du in einem Versteck? Hattest du überbesorgte Eltern oder was? Ich war eine Ausgestoßene, gemieden vom Stamm. Oh.
Ja, die Nora machen sowas. Grausam, wenn du mich fragst. Aber auch Ausgestoßene wissen von der Störung der Maschinen, oder? Wie sie jedes Jahr tödlicher werden? Tja, der Sonnenkönig dachte, wenn er für den Sonnengott genug Blut vergießt, beruhigt das die Maschinen. Hat nicht funktioniert. Aber jahrelang nahm er Mitglieder anderer Stämme zur Opferung gefangen. Darunter meine Schwester. Die Nora kämpften tapfer, aber es gab Tote. Puh, das ist ja echt viel Geschichte jetzt, ja. Also, was ist passiert? Wie kam es zum Ende? Der Sohn des verrückten Königs vereinte Kerja-Rebellen und Osseram-Freibeuter. So schafften wir das Unmögliche. Meridian einnehmen und den König töten. Und jetzt sitzt dein Sohn auf dem Thron. Eine große Verbesserung. Unter Awad gibt es keine Opferung, keine Sklaverei. Alle Stämme sind jetzt in Meridian willkommen. Sogar Nora-Verbannte. Du solltest vorbeikommen. Wer sind die Osseram? Das ist mein Stamm, weit im Nordwesten. Wir können drei Dinge. Streiten, Stahl schmieden und brauen. Und Freibeuter, was sind die? Man könnte wohl sagen, wir waren Söldner, also bezahlte Krieger. Aber sehr viel loyaler, als es jetzt klingt. Awad hätte ohne uns keine Chance gegen seinen Vater gehabt. Und jetzt dienen einige von uns in seiner persönlichen Garde. Deine Schwester wurde entführt und geopfert? Das ist furchtbar. Ha! Entführt, ja. Aber geopfert? Nein. Ein paar Kaja können Ersha nichts anhaben. Sie entkam und ist jetzt mein Hauptmann. Hauptmann der gesamten Garde. Ernannt vom Sonnenkönig selbst. Wie hat sie überlebt? Oh, die Geschichte ist gut, aber sie ist etwas lang. Vielleicht ein andermal bei einem Drink oder drei. Oder du kommst nach Meridian und fragst sie selbst. Ihr würdet euch sicher mögen. Ihr seid beide, direkt. Du sagtest, die Maschinen wurden jedes Jahr gefährlicher? Ja, aber das weiß doch jeder, oder? Ich wusste es nicht. Oh, tut mir leid. Ich dachte, alle wüssten das. Die Maschinen, vor 15, 20 Jahren, damals waren sie noch nicht so wütend wie heute. Wenn sie einen Jäger sahen, dann flohen sie. Es war schwer, sie zu jagen, aber nicht gefährlich, wenn man so klug war, sich nicht umrennen zu lassen. Aber dann kam die Störung und alles wurde anders. Und jetzt, sobald ein Jäger einen Schuss abgibt, greifen die Maschinen ihn gleich an. Noch ein paar Jahre und sie greifen alles an, was sie sehen. Jeder Ausflug wird zu einem Risiko. Als ob das noch nicht ausreicht, tauchen völlig neue Arten von Maschinen auf. Größer, böser und schwer bewaffnet. Wie der Sägezahn? Ja, vor 10 Jahren war es der. Aber alle paar Jahre taucht etwas Schlimmeres auf. Glaub's mir. Und wie kommt das alles? Das weiß niemand. Und die Maschinen, sie sagen es nicht. Alles klar. Wenn die Kaja derart grausam sind, wie kommt es, dass du ihnen dienst? Der letzte König war ein Schlechter. Aber der neue König will Frieden. Daran ist nichts Grausames. Außerdem, die Kaja kämpfen nicht nur, sie bauen. Siehe Meridian. Alles andere ist nichts weiter als ein Haufen Steine. Und wie groß ist Meridian? Wie ist es da? Wo soll ich da anfangen? Mein Stamm beherrscht die Schmiedekunst. Darin sind wir die Besten. Aber wenn es ums Bauen geht, die Kaja sind da besser. Die Stadt liegt über einer Schlucht mit mehr Brücken, als es hier Straßen gibt, und Häusern groß wie Berge. Und ihr gegenüber steht der Turm, wie eine Klinge des Himmels, und reflektiert die Sonne. Du musst es dir wirklich einmal ansehen. Das ist eine Herausforderung. Oder eine Einladung. Gucken wir uns mal alles an, glaube ich. Erzähl mir mehr über die Störung. Oh. Die Maschinen vor 15, 20 Jahren, das hat man schon. Da, wenn sie einen Jäger sahen,
Dann, es war schwer, sie zu jagen, aber dann kam die Störung. Und jetzt, so noch ein paar Jahre, als ob das noch nicht ausreicht. Wie der Sägezahn? Ja, vor 10 Jahren war es. Und wie kommt das alles? Das weiß niemand. Und die Maschine... Jetzt haben wir es durch. Ich hätte dann noch mal eine Frage an dich. Echt jetzt? Frag ruhig. Nee, wir sind durch. Ich sollte jetzt zur Segnung gehen. Amen. Ja. Hör mal, es geht mich eher nichts an, aber du gehörst doch einfach nicht in dieses öde Kaff. Ich meine, du bist klug. Du hast einiges drauf und ich meine, sieh dich an. Wovon redest du da? Das weißt du genau. Wenn du mal in Meridian bist, komm vorbei. Ich zeig dir alles und stelle dich vor. Das wird ein neues Leben für dich. Na egal, ich muss jetzt auch zu dieser Segnung. Also bis demnächst, vielleicht. Alles klar. Es ist an der Göttin, über die Kaja zu richten, nicht an mir. Vergangenheit sollte Vergangenheit bleiben. Okay, jetzt, wo soll ich jetzt hin? Was sollten Sie denn auch anstellen können?